Hi, ich bin Erik. Das Leben ist schon manchmal ganz schön anstrengend, oder? Ich stehe hier gerade und frage mich, wie kann man den ganzen Kram da draußen so halbwegs vernünftig in den Griff bekommen? Schule, Eltern, Uni, die Entscheidung, wie man sein Leben überhaupt verbringen möchte. Mit welchem Job und was man machen kann, wenn es halt mal nicht so super läuft. Und dann sind da noch irgendwelche Leute, die dich echt mies behandeln und dich dissen, weil sie denken, sie wären das Tollste, was das Universum sich jemals ausgedacht hat. Richtig. Ich spreche von Ausgrenzung und Mobbing. Und von den ganzen Leuten, die immer noch nicht begriffen haben, dass jeder Mensch eine Würde hat. Und dass der Schutz dieser Würde nicht umsonst auf Platz 1 unseres Grundgesetzes steht. Wenn die Würde von jemandem beschädigt wird, dann geht bei diesen Menschen oft noch viel mehr verloren. Nämlich die Motivation, sich zu beteiligen und oft auch die Kraft, die dieser Mensch aufbringen kann, um unsere Gesellschaft mitzugestalten. Und dann frage ich mich, wie die Politik eigentlich mit solchen Themen wie Ausgrenzung umgeht. Wie schützt sie denn die Würde, auch von denen, die ausgegrenzt oder angegriffen werden? Ich habe da jetzt viel drüber nachgedacht. Und dann ist mir klar geworden, wenn die Politiker und Politikerinnen nicht wissen, was vorgeht, dann können sie natürlich auch nichts daran ändern. Irgendjemand muss dann also einfach hingehen oder anrufen oder eine E-Mail schreiben und sagen, hey, das ist hier los, da müsst ihr hinschauen, das ist ein echtes Problem. Das ist also der erste Schritt. In eurem Wahlkreis gibt es eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten, der oder die für euch im Landtag sitzt. Die könnt ihr ansprechen. Natürlich auch bei anderen Problemen, nicht nur zum Thema Ausgrenzung. Natürlich können sich Abgeordnete nicht um jedes einzelne persönliche Problem kümmern, aber sie haben immer ein offenes Ohr für euch. Wenn sich dann aber herausstellt, dass ein Problem häufiger auftritt und auch andere Abgeordnete davon berichten, dann kann das Thema in der jeweiligen Fraktion im Landtag angesprochen werden. Wenn die Fraktion zustimmt und überzeugt ist, dass Handlungsbedarf besteht, arbeitet sie einen Antrag aus, der dann im Plenum diskutiert wird. Das Problem wird zu einem Thema der Landespolitik. Politiker und Politikerinnen werden dazu aufgefordert, eine gute Lösung für etwas zu finden, was sich im Alltag, vor Ort, als Problem herausgestellt hat. Das ist ihr Job. Das ist ihre Aufgabe. Die Abgeordneten diskutieren dann im Plenum darüber, ob aufgrund des Problems echter Handlungsbedarf besteht. Meist werden solche neuen Themen an einen Ausschuss weitergeleitet. Ein Ausschuss ist so ein Expertending. Da sitzen die Abgeordneten drin, die sich mit einem Thema, also zum Beispiel Bildung, Wirtschaft oder Umwelt, besonders gut auskennen. Der Ausschuss untersucht das Thema dann noch einmal ganz genau und schlägt dann zum Beispiel vor, dass vom Landtag beschlossen werden soll, etwas gegen das Problem zu unternehmen. Wenn die einfache Mehrheit der Abgeordneten dafür stimmt, dann kann der Landtag, die Landesregierung von Sachsen-Anhalt, durch einen Landtagsbeschluss dazu auffordern, etwas gegen das Problem zu unternehmen. Das kann dann zum Beispiel bis zu Änderungen am Lehrplan führen.